Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Es wird gefühlvoll. Es wird brutal. Wir durchreisen allerhand Länder und präsentieren euch in dieser Ausgabe vom Telestammtisch wieder einmal drei Filme. Den Anfang machen Sarah und Stu mit dem argentinisch-chilenischen Drama Der Prinz. Den hat Sarah gesehen und Stu war so nett und hat ein bisschen durchs Gespräch geführt. Danach folgt ein Doppel von Luisa und mir. Wir beide haben jeweils einen Film gesehen und uns den gegenseitig vorgestellt. So erwartet euch da einerseits die Besprechung zu Moffi aus Südafrika und dem schon etwas älteren britischen Film Sister My Sister, der im Rahmen der Queer-Filmnacht eine erste Veröffentlichung in Deutschland erhalten hat. Ja, ich wünsche euch informative Unterhaltung mit den nachfolgenden Besprechungen und überlasse nun dem Adel der heutigen Ausgabe den Vortritt. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Der Prinz. Damit bin ich nicht gemeint, leider, sondern wahrscheinlich der Held des Films. Ich weiß es nicht genau, ich habe den Film nicht gesehen, aber die Sarah hat ihn gesehen. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir reden nicht über Prinz Harry, nicht über Prinz Charles und auch nicht über den Prinzen von Bel Air. Aber über welchen Prinzen genau reden wir denn jetzt? Genau, wir reden über den Prinzen. Das ist der Prinz eines Gefängnisses im Jahre 1970 in Chile. In Wahrheit ist der Prinz ein kleiner 20-jähriger Mann, Junge, kann man fast sagen, der seinen besten Freund umgebracht hat. Passiert. Und dafür 20 Jahre ins Gefängnis muss. Und dort allerlei Erfahrungen macht, die mehr oder minder verstörend sind, die ihm aber auch für sein Leben plötzlich ganz viel Hoffnung geben. Okay. Wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt. Und da hast du mich mit einigen Sachen sehr überrascht. Zum Beispiel, dass der Film, der übrigens in Deutschland nicht ins Kino kommt, also er sollte ins Kino kommen, aber aus den bekannten Gründen wurde der Film jetzt verlegt auf Video on Demand und DVD, dass der eine FSK 18 Freigabe hat. Zu Recht. Ja. Du hast im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, ich hoffe, ich zitiere dir jetzt richtig, dass du auch mit einer FSK 25 Freigabe zufrieden gewesen wärst. Ja, ich könnte es verstehen, sage ich mal so. Also dieser Film kaschiert nichts. Es geht um homoerotische Beziehungen in einem Gefängnis, als Schwulsein einfach noch illegal war. Ganz einfach, es galt Todesstrafe. Und das könnte so romantisch sein, wenn man nicht auch zeigen könnte, wie viel Gewalt in einem Gefängnis herrscht. Also es gibt Vergewaltigungen fast jeglicher Couleur in diesem Film, die auch nicht groß zensiert werden. Man sieht für mein Herz ein bisschen zu viel. Und an manchen Stellen hat mich da der Film auch arg mitgenommen und schockiert. Ja. Du hast ihn aber zweimal gesehen, ne? Genau. Ich habe ehrlich gesagt etwas anderes erwartet gehabt. Obwohl der Trailer schon sehr explizit ist, hatte ich ein bisschen mehr erwartet, dass man einfach so eine homoerotische Beziehung in einem Gefängnis halt untersucht, so ungefähr. So, dass man das einmal in einem Film sieht, mit ein bisschen Drama, irgendwie, was weiß ich, der andere Liebhaber, der dann da auch mit drin ist oder so. Ja, Pustekuchen. Stattdessen wird der Machtkampf in einem Gefängnis gezeigt, der auch durch sexuelle Gewalt ausgelebt wird und sexuelle Dominanz. Und das hat mich im ersten Anschauen so geschockt, dass ich gar nicht so viel vom Film mitbekommen habe, ehrlich gesagt. Weil ich einfach etwas so ganz anderes erwartet hatte und vor allen Dingen nicht so explizites. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du eine Besprechung machst, dann musst du schon wissen, worum es im Film ging. Außer, dass er krass war. Und habe mich dann entschieden, ihn nochmal zu gucken. Und dann konnte man auch sehr viel mehr subtile Hinweise aus diesem Film herauslesen. Also es wird sehr wenig in diesem Film gesprochen, dafür sehr gut geschauspielert von allen Beteiligten. Und das hat einfach nochmal so eine neue Ebene eröffnet. Man sollte sich diesen Film auf jeden Fall mit dem Bewusstsein angucken, dass dort Gewalt gezeigt wird. Und ich glaube, dann kann man ihn vielleicht nicht genießen, aber besser verstehen. Die Gewalt, die gezeigt wird, ist jetzt aber nicht
wie soll ich es jetzt ausdrücken, nicht so comicartig. Also wir beide haben ja schon mit dem Kollegen Sven die ersten beiden John Wick-Teile besprochen, wo die Gewalt ja sehr übertrieben ist, aber sehr, sehr, trotz allem sehr unrealistisch wirkt. Ist die Gewalt in der Prinz also eher rau und realistisch? Leider ja. Also es wird, also leider. Vielleicht ist das auch genau die Stärke des Films. Es wird nichts überspitzt, es wird aber auch nichts kleingeredet. Das Einzige, was nie wirklich weiter erwähnt wird, ist eine erste Vergewaltigung, aus der sich eine Beziehung ergibt. Okay. Das ist so ein ganz eigenes Thema. Das ist halt, es gibt ein sehr starkes Machtgefälle in diesem Gefängnis. Und die Figur heißt Der Hengst. Dies ist auch die Figur, die dem Hauptcharakter, dem Prinzen, seinen Namen dann zuteilt. Der sucht sich halt immer schöne junge Männer aus und nimmt sie mit in sein Bett und dafür beschützt er sie aber auch vor allen anderen im Gefängnis. Also wenn du der Liebling des Hengstes bist, dann greift dich kein anderer an. So, dann wirst du auch nicht belästigt. Und der Prinz wird am ersten Tag vom Hengst ausgesucht und der Hengst nimmt sich, was er will. Und im Laufe des Films entwickelt sich dadurch aber auch so etwas, ja, fast schon wie Liebe zwischen den beiden. Hm. Weil der Prinz hat halt seine Sexualität immer unterdrückt. Der hat sich nie getraut, darüber zu sprechen oder gar daraufhin ja irgendetwas zu tun, obwohl er in seinen besten Freund sehr stark verliebt war. Und er hat das Gefühl, dass er das jetzt im Gefängnis das erste Mal ausleben darf. Und dadurch ergibt sich eine ganz eigene Art von Tragik dahinter irgendwie. Ich muss ja sagen, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber wenn ich das so höre, habe ich damit irgendwie meine Probleme, dass aus einer Vergewaltigung eine Beziehung erblüht. Ach, ich auch. Also alleine, wenn man das so zusammenfasst, dann merkt man einfach schon, es ist eine Fantasie, die dort im Film gezeigt wird. Denn im echten Leben glaube ich nicht, dass, also es gibt ja sowas wie Stockholm-Syndrom und dieses einfach durch dieses Machtgefälle, dass du abhängig wirst von Leuten und dass du deswegen in Beziehung mit ihnen eintrittst. Aber im Film ist es wirklich so, dass sich die beiden Charaktere lieb gewinnen mit der Zeit. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig realistisch. Ich meine, es kann ja sowas gegeben haben, ne? Das ist, aber ich habe also irgendwie, weiß nicht, so mein innerer Moral-Ethik-Stu gerade im Kopf, der sagt so nein. Dann sollte ich dir nicht sagen, dass der Mann, der Hengst, vielleicht auch noch so 20, 30 Jahre älter ist als der Prinz. Du, Altersunterschiede finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? Aber wie gesagt, so nach einer Vergewaltigung, dass dann Liebe entsteht, irgendwie kann ich, also für mich macht das keinen Sinn, da muss irgendwas hinterstecken, ne? Wie du schon gesagt hast, so eine Abhängigkeit. Ja, ne? Und diese Abhängigkeit wird halt klar, also der Hengst verlangt auch, dass man seine Loyalität zeigt. Das sieht man auch gleich ganz am Anfang vom Film. Es gibt eine Figur, die dann keine Loyalität zeigt. Die wird Stantepede aus der Zelle geworfen. So, raus, guck, wie du zurechtkommst. Du bist hier nicht mehr gewünscht. Das geht relativ schnell. Und mit der Zeit fängt halt der Hengst an, immer mehr mit dem Prinzen auch über dessen Leben zu reden, über dessen Erfahrung. Gibt ihm dann auch gar nicht mal so schlechte Lebenshinweise. Aber ja, es ist halt einfach sehr verstörend, dass es dann weitergeht in der Beziehung. Muss man, also im Film wird das sehr romantisiert dargestellt. Mit dem Wissen, wie es losgeht, fand ich es immer ein bisschen schwierig zu interpretieren, ist das jetzt wirklich Liebe oder nicht? Also es ist mir auch erst beim zweiten Angucken aufgefallen, so, oh, ich glaube, die verlieben sich hier gerade. Beim ersten habe ich immer noch gedacht, so, was macht der Typ da? Aber das ist, glaube ich, so eine der Ebenen in diesem Film, wo man einfach viel interpretieren kann auch. Hm. Ist der Film denn so ein bisschen auf Skandal gebürstet? Also, nee, dafür ist er zu ruhig. Hm. Der Film basiert ja auf einem Buch, was auch 1970 rauskam in Chile. Und damals natürlich schrecklich skandalös war. Denn es hat sehr erotisch homosexuelle Beziehungen in einem Knast dargestellt, in einer Zeit, in der, wie gesagt, das alles verboten war. Und der Film
versucht das relativ direkt aufzunehmen. Also er erzeugt keine Skandale im Sinne von, guckt hierher, es ist schrecklich, oder guckt hierher, es ist alles so toll, sondern er zeigt es so ein bisschen, wie es ist. So, ja, bis auf dieses Beziehungsthema, wo man sehr drüber streiten kann, glaube ich. Ansonsten zeigt er Gewalt, wie sie ist, nämlich gewalttätig und immer mit Konsequenzen, bis auf, wie gesagt, diese erste Vergewaltigung. Alles andere zeigt Konsequenzen, zeigt auch, ich sag mal, die mentalen Ansprüche, die das an die Häftlinge einfach hat. Keiner ist davon losgelöst und es ist zum Teil, also die Wachen sind zum Teil auch einfach Sadisten und das wird dann gezeigt. Das wie sieht's, ist schon gruselig. Wie sieht's denn mit der Sexualität aus? Ist der Film auch pornografisch? Warte, auch ja. Meine Stimme weg. ja, klares Ja. Der Film ist sehr pornografisch zum Teil, finde ich. Wobei, also, ja, man sieht viele Geschlechtsteile. Man sieht sie nicht immer nur in sexuellen Handlungen. Also es wird dort, ja, es wird einfach gelebt, dass keiner eine Hose trägt, so ungefähr. Okay. Das ist halt so scheinbar. Ich weiß nicht, ob das an den Häftlingen liegt oder daran, dass der Film das einfach mal so darstellen wollte. Gefühlt tragen außer den Wachen, also trägt schon mal keiner ein Hemd und eine Hose dann auch eher selten. Dementsprechend oft sieht man viele Geschlechtsteile. Das Ding ist aber auch, das ist halt das Thema, mit dem sich der Prinz sein ganzes Leben lang schon herumquält. Also man sieht immer wieder Flashbacks auch zu seiner Jugend, wo er in einem, ich weiß gar nicht, ob das ein Dorf oder eine Stadt war, in der er aufgewachsen ist. Er hatte nicht wirklich Liebe erfahren von seinen Eltern. Seine einzigen Freunde waren seine Kumpel. Und die sind halt auch so nackig durch den Matsch gerollt, was er immer total toll fand, weil er dann die anderen Jungs sehen konnte, nackig. Und er durfte aber nie das, was er eigentlich machen wollte, ausleben, nämlich sich seinen besten Freund nehmen und ihn knutschen. Mhm. Und ich glaube, das sollte es auch so ein bisschen darstellen. Er durfte nie hingucken, er durfte nie anfassen, gucken, sonst was machen. Und im Gefängnis darf er es dann plötzlich. Mhm. Da sind nämlich alle nackt. Und keiner, also gefühlt hat keiner ein Problem damit, wenn man sich spontan an die Geschlechtsteile greift, was ich ja mal so dahingestellt lasse. Das ist wohl eher der Fantasieteil, meiner Meinung nach. Aber es ist etwas, was der Prinz braucht, um, ich sag mal, aufzutauen in seiner eigenen Sexualität. Mhm. Und auch sich selber anzunehmen. Also er hat am Anfang ganz viele Probleme damit, dass er schwul sein könnte. Und zum Ende hin übernimmt er die Zelle und, ich sag mal, ist der neue Zellenchef. Und hat keinerlei Problem damit, dass er schwul ist. Also schon so ein letztlich vielleicht eine Coming-out-Geschichte, oder? Ja, eine sehr, ich möchte es nicht Karikatur nennen, aber ich sag mal, eine sehr abstrakte Coming-out-Geschichte. Und es wird auch nie explizit gesagt. Der Moment, in dem er zum Beispiel die Zelle übernimmt, ist auch, nachdem der Hengst stirbt. Also, Spoiler. Ups. ja, der Hengst stirbt aus einem Grund, den ich nachvollziehen kann fast. Es stirbt nämlich eine Katze und daraufhin wird Rache ausgeübt. Das lasse ich mal so dahingestellt. Und danach, also da wird dann auch nochmal deutlich, dass sie wirklich Gefühle füreinander haben in diesem Zeitpunkt. Und danach ist klar, dass der Prinz jetzt die Zelle übernimmt und sich seine eigenen kleinen Jungs zusammensucht. Und es ist so ein bisschen, also man kommt wieder an den Start. So, es ist fast dieselbe Aufteilung wie am Anfang des Films, dadurch, dass sich auch nicht alle Zellenmitbewohner ändern. Und man könnte jetzt fast denken, es geht einfach genauso wieder los. Und das ist so ein bisschen offen gehalten, ob das jetzt genauso wieder losgeht oder ob der Prinz vielleicht doch anders ist als der Hengst. Da hat man viel Raum zum Interpretieren. Also, wenn da einer den Film geguckt hat, da wird über das Ende da würde ich gerne einmal diskutieren. Okay. Eine Frage hätte ich noch. Du hast ihn ja zweimal gesehen. Nach der Zweitsichtung, mit welchem Gefühl bist du aus dem Film gekommen? Weniger schockiert. Also, wie gesagt, nach dem ersten war ich ja fertig, da war ich einfach schockiert. Bei dem zweiten hatte ich mir gedacht, oh, das ist ein interessanter Film, bei dem man viel interpretieren kann. Also, wenn er nicht FSK 18 wäre, könnte ich mir fast vorstellen, dass das so ein Film ist, den du irgendwann in der
12., 13. Klasse dann interpretieren musst auf Basis des Buches. Ja. Weil beide Teile erzählen aktuelle Geschehnisse, bevor Allende, oder gerade zu dem Zeitpunkt, als Allende in Chile zum Präsidenten gewählt wurde. Was auch im Film thematisiert wird übrigens, was ich sehr interessant fand. Also es gibt diese politische Debatte dabei auch. Und Allendes Antrittsrede, wer sie kennt, weiß, die ist nicht so negativ. Die wird auch zum Ende hin laut gespielt im Film. Also es endet damit, dass man Hoffnung bekommt. Und deswegen, nach der Zweitsichtung, war ich eigentlich ja fast schon wohlgewonnen dem Film gegenüber plötzlich. Okay. Man muss halt einfach wissen, worauf man sich einlässt. Ich glaube, das war so der größte Schock für mich, dass ich so ein kleines, ich weiß nicht, so einen kleinen queeren Film erwartet hatte, wo sich dann, wie gesagt, so vielleicht so ein Liebesdreieck irgendwie erzeugt und dann war einfach boom, Gewalt, Alltag. Und ich war so, okay, vorbei. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, außer dein Fazit? Ja, eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt, wenn ihr diesen Film gucken wollt und ihr habt selber Erfahrungen mit Gewalt gemacht, seid euch bitte wirklich sicher, ob ihr diesen Film gucken wollt. Das ist sehr explizit, was dort gezeigt wird. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, holt euch einen Kumpel oder eine Freundin und guckt das lieber zu zweit. Weil es ist wirklich explizit. Und ich glaube, das könnte einige Leute auch triggern, wenn man das einfach so guckt. Okay, dann ist jetzt Zeit für dein Fazit. Jetzt müssen wir eben noch kurz irgendwie ausmanövrieren, welche Punkte wir denn vergeben. Was hältst du von Unterwäsche? Ja. Die fehlende. Die fehlende, genau. Du kannst vergeben 0 bis 5 fehlende Unterwäsche. Okay, also generell mein Fazit nach der Zweitsichtung. Das finde ich ganz interessant. Du kannst gerne auch zwei Fazits geben, also punktuell. Einmal nämlich nach der Erstsichtung und einmal nach der Zweitsichtung. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Oh, okay. Dann, nach der Erstsichtung, oh mein Gott, guckt euch diesen Film bloß nicht an. Er ist sehr traumatisierend. 1,5 von 5 Unterhosen. Nach der Zweitsichtung, oh, dieser Film hat Tiefe, dieser Film hat verschiedene Ebenen. Ja, er zeigt Gewalt, aber er ist halt auch nicht nur Gewalt. Also es geht jetzt nicht 90 Minuten darum, nur Gewalt zu zeigen, sondern auch viel Gefühle zwischendurch, Beziehungen und menschliche Reaktionen zum Teil, also wirklich echte menschliche Reaktionen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Schauspieler da einfach so gut waren oder ob sie da wirklich zum Teil mitgerissen waren. Ich weiß es nicht. Also es war sehr gut geschauspielert. Die Atmosphäre ist umwerfend. Also dieser Film zieht einen rein. Man fühlt sich, als ob man mit in dieser Zelle steht. Und ich glaube, das war vielleicht auch das, was bei der Erstsichtung einfach so arg stark einen mitgerissen hat. Nach der Zweitsichtung würde ich 3,5 von 5 Unterhosen geben. Weil es einfach sehr viel gibt, was man interpretieren kann. Und jetzt, wo ich es in der Schule nicht mehr machen muss, macht mir sowas Spaß. Kommt mir bekannt vor. Okay. Ja. Ja, Sarah, ich danke dir dafür, dass du dich gleich zweimal durch diesen Film gekämpft hast, will ich mal sagen. Danke dir für deine Meinung. Ich sage Tschüss an euch da draußen. Gabt's euch wohl. Viel Spaß mit den nächsten Podcasts vom Telestammtisch. Und die letzten Worte gebühren dir, Sarah. Danke auch für das Interview. Und ja, wenn ihr den Film geguckt habt und drüber reden wollt, meldet euch gerne bei mir. Das würde mich sehr interessieren. Bis denn. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen auch von uns. Hier sind Luisa. Hallo. Hallo. Und ich, Paul. Und wir beide haben jeweils einen Film gesehen, macht also insgesamt zwei Filme, über die wir nun beide nacheinander und miteinander sprechen möchten. Wir haben den Film des jeweils anderen nicht gesehen, steigen also da ein bisschen in die Zuhörer- oder auch Interviewerrolle. Und bevor es jetzt mit diesen beiden Filmen losgeht, sei noch gesagt, dass die beiden Filme ein Teil der Queer-Filmnacht sind. Luisa, was kann man sich darunter vorstellen? Die Queer-Filmnacht ist eine Homepage, auf der verschiedene Filme mit dem Thema
queer gezeigt werden. Und die kann man sich jeden Monat angucken. Und zwar werden jeden Monat 2 Filme gezeigt, die dann auch unter anderem auf Queerfilmnacht-Partner-Kinoseiten zu sehen sind. Genau. Und da kann man unter anderem eben im Januar diese beiden Filme sehen, die wir hier jetzt vorstellen. Und dann im Februar kommen da 2 neue Filme. Mal sehen, vielleicht gibt es dann auch hier die Gelegenheit, beim Telestammtisch auch Besprechungen zuzumachen oder Besprechungen zu hören. Wir starten jetzt erstmal mit dem einen Film und der Covergott hat schon entschieden, dass mein Film der erste in dieser Besprechung sein soll. Also würde ich sagen, fangen wir gemeinsam mit dem Film Moffi an. Dieser Film Moffi, der ist ein Genre-Mix aus Drama, Romanze und Kriegsfilm von Oliver Hermanus. Der geht 1 Stunde und 44 Minuten, ist eine südafrikanische und britische Produktion und unter anderem mit Kai-Luc Brummer, Mark Elderking und Michael Kirch besetzt. Worum geht's? Wir haben so das Setting Südafrika zur Zeit der Apartheid und wir befinden uns in einer Zeit, wo die jungen weißen Männer die alle über 16 Jahre alt sind, die werden zum Wehrdienst einbezogen, um das Apartheid-Regime eben zu verteidigen. Und es geht um Nicholas oder um Nick, der eben auch eingezogen wird und schon immer bemerkt hat, dass es so ein bisschen anders ist und in diesem harten Training, in dieser harten militärischen Ausbildung, die er eben dann durchlebt, dann verliebt er sich so ein bisschen in einen Soldaten, der dort auch noch mit dabei ist und erzählt wird so, wie sich die Beziehung zwischen den beiden entspinnt und wie sie sich dann auch irgendwie aus den Augen verlieren und dann gibt's noch ein bisschen tatsächlich Kriegseinblicke, Rückblenden. Das Ganze wird dann so ein bisschen verwurstelt. Ja, so zur Handlung. Klingt ja schon mal wahnsinnig spannend. Da das ja zur Zeit der Apartheid stattfindet, gehe ich mal auch davon aus, dass gerade in der Zeit Queer oder Homosexualität ja sehr verpönt war, wenn nicht sogar teilweise unter Strafe stand. Wie hat der Film das Thema Homosexualität an sich aufgegriffen? Gar nicht so fokussiert, wie ich es erst gedacht hatte. Also erstmal Moffi zum Titel des Films. Moffi werden eben Homosexuelle zum Beispiel dort in dieser Zeit genannt. Das ist so ein abwertender Begriff dafür. Oh, okay. Was ich vor allen Dingen festgestellt habe, man versucht hier so viele verschiedene Themen mit unterzubringen. Auf der einen Seite versucht man sich eben hier diesen Kriegszustand, diesen militärischen Drill. Also hier gibt es Trainingssequenzen, die an, was weiß ich, Full Metal Jacket erinnern, wo sie nur angeschrien werden oder wo sie eben gleich mal, wo sie singen, wo man sie bei Liegestützen sieht oder wie sie von den Ausbildern runtergemacht werden. Dann hat man so eben das mit dieser Apartheid, Rassismus wird hier auch also gestriffen und dann hat man eben noch zusätzlich zu diesen ganzen Themen auch noch diese Auseinandersetzung der beiden Soldaten, die hier gar nicht so im Fokus stehen, was einerseits gar nicht so schlecht ist, aber als Queer-Film zumindest für mich dann nicht die richtigen Emotionen findet, denn wenn dieser Film etwas nicht gemacht hat, dann ist es mir tatsächlich eine Chemie zwischen den beiden Liebenden hier herauszustellen. Okay, das heißt, das hast du so ein bisschen vermisst oder fandst du das eigentlich ganz gut? Ich hätte es wahrscheinlich nicht vermisst, wenn diese Szenen, die sie miteinander gehabt hätten, tatsächlich entweder so emotional oder so, wie gesagt, wenn da eine Harmonie so richtig da gewesen wäre, die finde ich nicht so richtig. Mir fehlt da wirklich was zwischen den beiden Hauptdarstellern, um das wirklich so glaubhaft irgendwie zu machen. Und dann eben auch die Gewichtung. Ich habe lange überlegt, was ist es denn jetzt? Also bis zur Minute 25 ist es wirklich dieses Trainingsdrama, wo es eigentlich nur um den militärischen Drill geht. Dann geht es so mal kurz, also eine Stunde ungefähr, um die Gefühle, die sie beieinander haben, wo sie die Gefühle nicht so richtig ausspielen, meiner Meinung nach. Und dann in der letzten halben Stunde, da wird es dann nochmal atmosphärisch. Das war für mich auch die packendste Zeit in diesem Film, aber so richtig konnte der Film für mich nicht entscheiden, was er denn nun sein wollte. Ach ja, klingt ja auch nach dem, was du so erzählst, eher danach, als wäre da unfassbar viel Action schon mit drin verpackt, also viele, viele Themen, die halt in diesem Film mit reinspielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist.
Würdest du eher sagen, dass der Film schon wieder mehr auf ein anderes Thema oder zu sehr auf ein anderes Thema den Fokus gelegt hat, oder? Für mich legt er irgendwie so gar keinen Fokus. Also für mich ist er, funktioniert er weder als Queer-Movie, wenn man das denn als Genre überhaupt jetzt so, oder als Drama, sag ich mal, aber auch nicht als Kriegsfilm an sich oder als Trainings-Militär-Drama. Das, also, hat von allem ein bisschen was, aber nicht so wirklich, dass ich sage, Mensch, da ist er in diesem, unter diesem Aspekt, in diesem Genre, da ist er für mich absolut sehenswert. Leider. Ah ja, ja. Kann ich nachvollziehen nach dem, was du so erzählst. Würdest du sagen, du hast dich in dem Film gut in die Rolle von den Personen, von den Darstellern versetzen können, also in die ganze Atmosphäre oder Szenerie? Oder hast du da irgendwie den Anschluss vermisst? Also jetzt nicht aus unbedingt vielleicht aus dem Homosexualitätsaspekt, sondern eher so, konntest du da so ein bisschen mitfühlen, wie das ganze Spektakel sich für jemanden angefühlt hat? Hat es der Film vielleicht gut vermittelt oder fiel es dir schwer, dich in den Film reinfallen zu lassen? Ja, auch nicht, also nicht so richtig. Natürlich, also wenn man diese Trainingsszenen beispielsweise oder eben wie sie da gedrillt werden, dann hat das natürlich schon seine Wirkung, ist aber längst nicht so eindrücklich wie eben zum Beispiel bei Full Metal Jacket. Also du hast da nicht, dass da die ganze Zeit, dass du angeschrien wirst oder dass du natürlich fühlst du auch mit oder beziehungsweise du kannst das schon verstehen, warum sie so zurückhaltend sind und warum sie vorsichtig sein müssen. Aber wie gesagt, diese Liebe, die eröffnet sich mir nicht so. Und dann hat man auch noch nach einer Stunde oder so nochmal eine Rückblende, die eben das Leben von Nick in einer früheren Zeit nochmal zeigt oder ein bisschen was da passiert ist, aufgreift. Und das fühlt sich auch irgendwie total unpassend oder erzwungen an, als hätte man noch irgendwas gesucht, was man jetzt noch erzählen wollte. Oder als hätte man gesehen, oh, wir haben noch nicht die 90 Minuten oder was auch immer voll. Dann schneiden wir jetzt noch das an. Das hätte vielleicht, hätte man es am Anfang mit und dass man dann so eine schöne Entwicklung gesehen hätte, besser funktioniert als dann irgendwie in der Mitte, wo ich dann, da hat mich dieser Film dann erstmal so komplett weggestoßen, ehe er mich dann, wie gesagt, in der letzten halben Stunde dann nochmal zurückgeholt hat, da aber auch nicht wegen seiner Handlung, sondern dann wirklich mehr, weil ich die letzten Minuten dann doch ein bisschen atmosphärisch fand. Okay. Klingt ja sehr interessant. Ja. Hat er denn... Ich wollte jetzt noch kurz was positiver, zum Beispiel fand ich die Kamera und auch die Bilder, die eingefangen waren, die sahen schon echt schön aus. Wir haben auch ein paar tolle Landschaftsaufnahmen, gerade, wie gesagt, gegen Ende. Wenn sie da in einen Kriegseinsatz marschieren, dann sieht das schon schön aus. Wir haben ein paar kleinere Plansequenzen, wo die Kamera immer nah an dem Protagonisten ist, auch wo sie dann ankommen in diesem Trainingslager. Das ist schon recht schön, das sieht sich ganz gut an. Die Musik ist auch... fand ich am Anfang, da war sie noch so zurückhaltender und wurde dann immer lauter und intensiver, so ein bisschen wie das Unbehagen der Hauptfigur. Irgendwann wurde es mir da ein bisschen zu viel, aber da kann man, dem kann man vielleicht auch noch was mit abverlangen, genau. Das heißt, sie haben eigentlich eine sehr, sehr schwierige Szenerie geschafft, schön darzustellen, weil ich kann mir jetzt so einen Marsch in so einem Trainingscamp nicht unbedingt so stelle ich mir nicht so wunderbar vor. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen, also weil das halt einfach ein sehr kontroverses Thema ist und in so ein Trainingslager kommt man ja oder Trainingscamp geht man ja, um sich im Grunde Fertigkeiten anzueignen und einem harten Training zur Kriegsvorbereitung zu unterziehen und das dann mit schönen Bildern in Verbindung zu bringen, ja, gut, stelle ich mir nicht so einfach vor. Nein, das war auch jetzt nicht. Trainingslager ist sowieso so ein Begriff. Ich meine schon dieses, wo sie halt hängen kommen, wenn sie diesen Wehrdienst ableisten müssen. Ich nenne es jetzt halt nur, weil sie den ganzen Tag da nur trainieren. Die Bilder, wie gesagt, waren dann eher... oder sowas in die Richtung, ne? Ja, da zum Beispiel, da war auch so, wenn man da die Musik dann drunter gelegt hat, da habe ich mich gefragt, brauche ich bei dem Training, bei diesem, wo sie dann wirklich angeschrien werden und runtergemacht werden, brauche ich da wirklich eine nachdenkliche und traurige Musik im Hintergrund oder verstehe ich das auch schon ohne, wenn man, also dass das schlimm ist. Da fand ich den Einsatz dann auch nicht mehr so gelungen. Ja. Okay. Ja, was würdest du denn
Wie würdest du denn abschließend dem Film, also welche Bewertung würdest du ihm geben? Da können wir vielleicht Regenbogen nehmen, finde ich eigentlich. Ja, können passend. Wir machen, ja. Also ich muss sagen, man kann diesem Film natürlich mal eine Chance geben, gerade wenn man auch auf queere Themen oder so steht, jetzt vielleicht nicht mal in einem modernen Setting, sondern eben mal in diesem speziellen zur Zeit der Apartheid, auch wenn das dann so ein bisschen den Fokus eben auf dieses queere meiner Meinung nach verliert und nichts Halbes und nichts Ganzes so manchmal ist. Deswegen lande ich am Ende dann auch bei 2 oder 2,5 Regenbögen. Ja. Sehr schön. Das war mein Fazit zu Moffi. Ja, dann genau. Vielen Dank für dein ausgiebiges Fazit, für deine Erklärung. Ja. Und da können wir ja auch direkt zu deinem Film überspringen, der da, wie hieß der, Sister My Sister, oder? Genau, und zwar habe ich mir natürlich Sister My Sister angeguckt. Das ist eben der zweite Film, der auch bei der Queer-Filmnacht erschienen ist. Dabei handelt es sich um einen Thriller aus Großbritannien, der von Nancy Meckler produziert wurde. Und der ist auch schon im Jahre 1994 erschienen und geht ungefähr 89 Minuten. Der Film selbst spielt in den 30ern und basiert tatsächlich auch auf einem Mordfall, der damals in Frankreich, also um die 1933 in Frankreich passiert ist. Und zwar heißt ja der Papin-Mordfall, soweit ich das richtig gelesen habe. Und was ich total interessant fand, wir haben hier durchaus eine hochkarätige Besetzung. Und zwar gibt's da einmal die Jodlyn May. Und zwar spielt sie die Lea. Die hat damals bei Game of Thrones in ein paar Folgen mitgespielt. Dann Jolie Richardson, die man tatsächlich aus Red Sparrow kennt. Die spielt die Christine und Julie Walters. Harry Potter Fans müssten sie definitiv als Molly kennen von Stein der Weisen und die Kammer des Schreckens. Genau. Ja, ich habe mir den Film zu Gemüte geführt und insgesamt, klar, er handelt natürlich von dem Papin-Mordfall und worum ging es denn da? Und zwar geht es da um die Christine, die in einem Haushalt, also als Haushälterin angestellt wurde, als Hausmädchen, wie es damals in den 30ern auch tatsächlich gar nicht so unüblich war. Und Christine ist sehr pflichtbewusst, tatsächlich auch sehr, sehr gläubig. Sie kam aus einer Klosterschule. Dort wurde sie dann auch unterrichtet, in Hauswirtschaft unterrichtet und vorbereitet. Und sie ist ziemlich stumm, sehr, sehr still. Und gerade ihre Hausherrin, ja, die, ich würde schon sagen, die lobt sie schon sehr für ihre Eigenschaften, weil sie nicht so neugierig ist, sehr, sehr geschäftig und sie kriegt ihre Arbeit einfach gut erledigt. Und noch ein weiterer Vorteil, sie ist enorm günstig im Vergleich zu anderen Hausmädchen. Und die Christine hat eine zweite Schwester, und zwar Lea, die deutlich jünger ist als sie, beziehungsweise 5 Jahre jünger ist, und ebenfalls den gleichen Werdegang durchlebt hat. Sie ist auch eben auf dieser Klosterschule zur Hauswirtschaftsschule gegangen. Und Christine und Lea verbindet eine sehr, sehr innige Schwesternliebe. Und das hat zur Folge, dass Christine sich dafür einsetzt, dass Lea bei ihr im gleichen Haushalt als Hausmädchen angestellt wird. Die Haushälterin freut sich natürlich, dadurch, dass Christine ihr auch den Vorschlag macht, nur den gleichen oder einen geringeren Betrag für sie zu zahlen. Und sie wollen einfach nur ein eigenes Zimmer, also ein gemeinsames Zimmer und keine weiteren Betten oder sonstige Dinge. Sie teilen sich das Zimmer und das Bett gemeinsam. Dadurch entsteht auch für die Hausherrin keine weiteren Zusatzkosten. Und für sie stellt sich auch heraus, dass Lea wie Christine auch sehr, sehr ruhig unterwegs ist im Haus, aber vielleicht ein bisschen tollpatschiger und noch mehr lernen muss als es bei Christine der Fall ist. Tja,
Das waren viele Informationen klingt, auf jeden Fall. Genau, klingt bis jetzt auch noch ganz normal für die Zeit. Interessant wird's aber, wenn wir dann im Film die zwei Geschwister begleiten. Und zwar merkt auch irgendwann die Hausherrin, dass die zwei eine wohl sehr innige Verbindung begleitet. Und ja, das merkt der Zuschauer dann mit der Zeit auch, weil er wird so ein bisschen mit der Geschwisterliebe, die dann doch ein bisschen mehr über Geschwisterliebe hinauszugehen scheint, konfrontiert. Und diese Spannung und dieses Aufbauen dessen beobachtet man dann im Film. Genau. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, also ich habe ja vorhin gesagt, hier handelt es sich um den Mordfall Papin in Frankreich. Da kommt es auch noch zum Mord. Ich werde aber definitiv nicht spoilern, weil der Zuschauer soll sich auf jeden Fall auf den ganzen Weg dorthin von den zwei Schwestern begleiten lassen, hineinwerfen lassen. Ja. Und das war aber, war das eine wahre Begebenheit, oder? Es war eine wahre Begebenheit, ja. Richtig. Okay. Dann würde ich jetzt, Schwierig. Okay, also bei solchen Filmen ist eben immer so, wie kommt man rein, wenn es denn tatsächlich, also wie bist du in diesen Film reingekommen? Bist du irgendwie, hattest du vorher schon mal davon gehört? Bist du irgendwie mit der Zeit speziell vertraut oder so? Fiel dir der Einstieg, zum Beispiel wenn du es jetzt nicht warst, leicht? Oder würdest du sagen, ja, das ist schon ein Film, den sollte man nicht ganz unvorbereitet sehen? Also ich würde tatsächlich eher sagen, das ist ein Film, den man nicht unvorbereitet sehen sollte. Und zwar habe ich das getan. Ich kannte den Papin-Mordfall beispielsweise nicht, war aber durchaus mit dem Hausmädchenprinzip aus der Zeit vertraut, weil das ging auch noch, das hatte man später auch noch in den 40ern, 50ern teilweise noch, in 60ern. Meine Oma zum Beispiel war Hausmädchen, daher kannte ich das ganze Prinzip ein bisschen. Problematisch fand ich es aber, wie der Film eigentlich den Zuschauer so ein bisschen zu dem Drama hingezogen hat, was mit den Schwestern und zwischen der Hausdame an sich nochmal später stattfindet. Und auch was das Charakterdesign so ein bisschen anbelangt. Man wird als Zuschauer ganz häufig in die Situation hineingeworfen, dass ein Charakter, insbesondere Lea, also die jüngere Schwester, auf eine sehr für den Zuschauer übertriebene Art reagiert und der Zuschauer sitzt da und kann nicht nachvollziehen, warum das Mädchen jetzt so überreagiert und warum es so handelt. Und ja, sie hat zum Beispiel des Öfteren Panikattacken und der Zuschauer kann mit den Panikattacken ganz wenig anfangen. Und es liegt daran, dass man einfach diese Vorgeschichte von den Mädchen nicht kennt. Und deshalb würde ich sagen, sollte man sich definitiv mit dem Mordfall befassen, weil ich habe zum Beispiel rausgefunden, ich sag das mal so ein bisschen vorbereitend, die Mädchen kamen aus einem Haushalt, der sehr missbräuchlich war. Und zwar wurde da viel Alkohol getrunken. Der Vater hat die Mädchen scheinbar auch über Jahre hinweg missbraucht und die Mutter hat die Kinder vernachlässigt. Und daraufhin, wenn man diese Information weiß, dann kann man auch gewissermaßen nachvollziehen, wie es damals für die Kinder zu Hause gewesen sein muss, dass sie auch gewisse Traumata mit ins Leben begleiten. Und dann wird auch das ganze Verhalten schon wieder viel schlüssiger. Auch wird da immer wieder angesprochen, dass die Kinder ein sehr problematisches Verhältnis zur Mutter haben. Die werden sie nämlich immer jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag besuchen. Und die ältere Schwester zeigt halt immer wieder, ja, sie ist definitiv nicht das Lieblingskind. Das ist tatsächlich eher die jüngere Schwester. Und die ältere hat ein sehr kompliziertes Verhältnis zur Mutter, was an vielen Stellen nochmal rauskommt. Und da fragt sich der Zuschauer dann auch schon öfters, ja, was ist denn da vorgefallen? Irgendwas muss ja vorgefallen sein. Wobei es gibt's immer mal wieder in den besten Familien, dass ein Geschwisterteil weniger einen Bezug zu einem speziellen Elternteil hat oder
irgendwie das Verhältnis zu den Eltern nicht so gut ist. Von dem her war das noch einigermaßen schlüssig, aber sie kam auf jeden, also gerade diese Information hat enorm gefehlt. Und es gab auch einmal eine Szene, also an die erinnere ich mich ganz eindrücklich. Da wird nochmal gezeigt, wie die ältere Schwester, die Christine, als Kind in dem Kloster, in der Klosterschule ist und vor ihr läuft eine Nonne weg. Und diese Szene hat mich unfassbar beschäftigt, weil ich nicht wusste, was ich mit dieser Szene anfangen sollte. Die wirkte etwas arg wie hineingeworfen. Und eben auch erst durch meine Recherche habe ich dann rausgefunden, dass es sich hierbei um eine dritte Schwester, um die älteste Schwester der Mädchen handelt, die im Grunde dann die Mädchen von sich abgewiesen hat und einfach einen vollen Bruch zu den Mädchen vollzogen hat. Also die haben auch keinen Kontakt mehr zueinander. Und erst dadurch hat sich überhaupt wirklich ein Bild ergeben. Aber es war wirklich sehr schwer für mich, den Film zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es klingt, als würde er dadurch einiges an, ja, also erstens an Charakterbindung, aber auch an Kraft verlieren, die er vielleicht gehabt hätte, wenn diese Informationen in irgendeiner Art und Weise da gewesen wären. Definitiv. Ich muss auch sagen, er hatte schon sehr viel Potenzial, finde ich. Und zwar, also es hat schon eine sehr schöne Atmosphäre aufgebaut. Das Haus ist sehr, sehr ruhig. Also es gab nur noch diese Hausmutter. Der Mann von ihr ist scheinbar verstorben oder wurde einfach nie gezeigt. Und mit im Haus wohnte einfach nur noch ihre Tochter. Das heißt, sie waren einfach nur zu zweit. Die Mutter selbst hat scheinbar auch einige Probleme, sie geht kaum nach draußen. Das Kind ist dadurch enorm genervt, weil sie darf auch nicht einfach so raus. Sie steckt mitten in der Pubertät. Man sieht dem Kind total die Verzweiflung, diese Langeweile an, weil sie sich den ganzen Tag im Grunde nur mit ihrer Mutter in dem Haus beschäftigen muss. Und die Mädchen, die Haushälterin, sind da auch das einzig etwas Interessantere, was das Haus zu bieten hat. Ja, also die Ruhe in dem Haus wurde auch super rübergebracht, weil einfach keine Hintergrundmusik groß gespielt wurde. Das Einzige, was man als Musik sich so im Kopf, was einem im Kopf hängen geblieben ist, ist die Tochter, die mit der Mutter zusammen Klavier gespielt hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, passt auf eure Ohren auf, das Klavier ist leider verstimmt. Ja. Und das haben sie unfassbar gut rübergebracht, auch wie das ganze Haus eingerichtet war. Das ganze Haus war eigentlich sehr pompös, wie man es halt von der Zeit damals so kennt, geschmackvoll eingerichtet, viele Farben auch unten, nur tatsächlich die Räumlichkeiten, in denen sich die Haushälterin hauptsächlich aufgehalten haben, eher nicht. Und was ein ganz schöner Kontrast war, war die Küche, die wirkte immer sehr grau, sehr dunkel. Und das Zimmer der zwei Mädchen war unfassbar hell, dadurch, dass es komplett weiß eingerichtet war. Und da sieht man auch so ein bisschen die Verbindung zu dem, wo sie herkommen, dem Kloster, weil diese Unschuld und dann auch noch diese Schwesternliebe. Ja, das fand ich eigentlich wunderbar reingefügt, hat auch ein sehr, sehr schönes Bild ergeben. Aber war echt schade. Also das Charakterdesign hat leider vieles kaputt gemacht. Also es wäre eigentlich ein super Film geworden, aber die Lücken waren einfach zu gravierend. Und ist dieses queere Thema, ist das was eher hier am Rande stattfindet oder gibt es dann da durchaus Momente, wo darauf ein Fokus liegt? Tatsächlich wird es sehr, sehr gut eingearbeitet. Es schwingt die ganze Zeit im Film mit. Also es ist sehr konsistent. Und gerade da finde ich, fand ich den Film schon sehr gut gestaltet. Man hat immer diese Spannung zwischen den Geschwistern, wo man immer sich selbst so ein bisschen fragt, ist es noch normale Schwesternliebe oder geht's darüber hinaus? Und irgendwann nimmt es dann auch den Punkt an, wo es deutlich drüber hinaus geht und der Zuschauer dann sich auch damit konfrontiert sieht, wie das eigentlich, also
es ist ja nicht nur Geschwister, also es ist ja nicht mal Inzest in dem Sinne, also dieser große Bezug, körperliche Bezug zu den eigenen Geschwistern, sondern dann halt auch noch dieses queere Thema, also die Homosexualität, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, in dem ganzen Film, wie das stattgefunden hat, fand ich dieses Thema noch das Normalste. Ja, aber man wurde richtig gut drauf vorbereitet, finde ich. Und man konnte richtig die Spannung sehen. Man hat sich da schon sehr hineinversetzt. Ja, und es war permanent Thema. Okay, ist das eher, jetzt muss ich kurz nochmal, ich habe kurz die Seite hier nebenbei offen. Es wird ja ausgeschrieben und du hast es auch in der Einleitung gesagt, Drama, Thriller. Ist es eher Drama oder ist es eher Thriller? Es hat mich sehr oft gethrillt. Aber eher wie Charakterdesign. Ja. Ja, ich würde den tatsächlich mehr in die Ecke Drama bringen. Es gibt da schon sehr viel Drama und es wird erst zum Ende hin eher ein Thriller. Ja. Genau. Würdest du zumindest sagen, der ist ja jetzt von 1994 und das ist ja quasi jetzt nochmal im Rahmen der Queer-Film-Nacht nochmal so ein Revival ja. erhält, würdest du sagen, ja, das ist gerechtfertigt bei dem Film? Würde ich schon durchaus sagen, ja. Aber mit der kleinen Vorwarnung, dass man sich vielleicht diesen Mordfall nochmal eingehend angucken sollte. Wenn man den nämlich kennt, dann ist der Film absolute Klasse. Aber er schwächelt einfach darin, dass da nicht so wirklich in den Mordfall hineingeführt wird. Da fehlen einfach noch zu viele Informationen. Für sich allein kann er tatsächlich überhaupt nicht glänzen. Hm. Ja. Okay, gut. Dann kannst du ja auch gerne dein Fazit hier anhängen und eine Punktzahl vergeben. Ja, ich denke, ich schließe mich da deiner vorherigen Bewertung an. Beziehungsweise ich bin wahrscheinlich eher bei 2 Regenbögen. Dadurch, dass einfach zu viel gefehlt hat. Ja, insgesamt ist er wirklich großartig, aber ja, die Story, da hätte einfach viel mehr getan werden müssen. Als Zuschauer wird man zu oft hineingeworfen und sitzt dann viel zu häufig vor dem Schirm und denkt sich, warum? Warum tut sie jetzt genau das? Warum ist jetzt diese Art des Handelns angebracht? Warum reagiert sie so? Und ich habe mir die Frage wirklich so häufig gestellt, dass ich irgendwann ins leichte Fluchen verfallen bin. Es tut mir leid. Und deswegen kann ich nicht mehr als 2 geben. Ja. Ja, also eher zurückhaltende Blicke auf diese beiden Filme, zumindest aus unserer Sicht. Ja. Sei aber nochmal darauf verwiesen, dass ihr euch da gerne selbst ein Bild von machen könnt, denn die gibt es ja, wie gesagt, bei der Queer-Film-Nacht jetzt diesen Januar, also im Januar, zu sehen. Dann mal schauen, vielleicht gibt es irgendwann die Gelegenheit, dass ihr hier beim Telestammtisch auch noch die Besprechungen in anderen Monaten oder so hören könnt. Vielleicht entwickelt sich da ja noch was. Mal schauen. Danke, Luisa, dass wir das jetzt hier zusammen besprochen haben. Danke dir fürs Moderieren. Ja, und auch danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, hier beim Telestammtisch. Und ich sage tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder einer der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!